Also mein allererstes Geld habe ich verdient, indem ich Schuhe geputzt habe. Allerdings in der Familie. Ich weiss nicht mehr, wie 20 Rappen oder 50 Rappen pro Paar Schuhe bekommen habe. Und auch dort war ich schon sehr interessiert an Umsatzsteigerungen, weil ich dann nämlich die gleichen Paar Schuhe mehrere Mal geputzt habe. Und meine Eltern und vor allem mein Grossvater haben dann so getan, wenn sie es nicht würden merken. Ich habe mir schon sehr gut überlegt, was ich studiere. Ich habe eine gute Mischung zwischen sagen wir, Nützlichkeit des Studiums und Freude am Studium gewählt. Und das würde ich den jungen Leuten sagen. Studiert, was euch interessiert, aber überlegt euch auch, ob es eine berufliche Basis gibt dahinter. Es braucht einfach beides. Und das Zweite ist ein bisschen Durchhaltevermögen. Es gibt immer Schwierigkeiten während dem Studium, nachher mal im Berufsleben. Und es einfach so durchhalten zu können, natürlich nicht ewig, aber doch ein bisschen Frusttoleranz zu haben, das bringt einem sehr weit. Und das Dritte, was ich auch noch sagen würde, man ist immer eine Baustelle. Man muss immer an sich arbeiten, man muss sich immer weiterentwickeln. Man muss wachsen in allem, was man macht.